Und warum ist der Junge nicht dabei? Nein! Wir haben nur zwei Plätze im Auto. Ja, hätte ich nicht mit einer dritten Person anheuern sollen, ne? Ja, okay. Was machst du? Zeigt Anzahl aktiver Geister. Und du? Zeigt Anzahl aktiver Geister, zeigt Geisterfähigkeiten. Du kommst mal mit. So, Auftrag bitte. Bitte, bitte, bitte. Gehen so lange mal tanken. Auffüllen. Aha, Auftrag. Auftrag annehmen. Da. Mindestens ein Geist. Das klingt wenig. So, du nimmst bitte... Der Sensor muss bestimmt in der Hand sein. So. Los geht's. Ist schon Mitternacht? Du weg. Du hast deinen ersten Sensor gekauft. Du kannst ihn jetzt mit Hilfe des Sensorknopfes in der Aktionsleiste verwenden. Was der Sensor macht, verrät sein Tooltip. Okay. Du musst den Sensor in einer der beiden Händen halten, um zu verwenden. Okay. Du. Sensor. Zwei Geister gemessen. Du dahin, du dahin. Und warten. Ha. Nichts bisher. Oh, hallo, Geist. 7 Energie, das ist nicht gut. Du, piu, piu. Das Schubsding ist echt super. Zeig mir, dass du mich magst. Verfehlt. Oh, fehlt. Wir zeigen, welche Talente in England verborgen sind. Dezente Schleichwerbung. Das Schleimbeutel. Oh. Du? Ruhe und Frieden, bitte. Weg mit euch. Du falle dahin. Dann müsste er hoffentlich eingefangen werden. Du Inventar auf. Falle rein. Schon haben wir keine Aktionspunkte mehr. Aber der flieht auch schon. Sehr gut. Hey, komm her. Jetzt müssen wir ihn da reinlocken. Okay, du geh mal nach da unten. Du geh mal nach da. Enter. Nein. Wo zur Hölle willst du hin? So. Du hast 2 Punkte, du hast auch noch eine Falle. Okay, du geh bitte dahin. Und werf die Falle unter den Geist. Fehlgeschlagen, schon wieder. Na gut, du Falle unter den. Oh, Spezialfähigkeit nachtaktiv. Und du? Sensor benötigt für weitere Dings. Sensor benötigt. Hm. Muss denn irgendwas abgeschossen werden? Der hat 0, der hat 1. Und wurde weggeschubst. Nein. Jetzt müsste der verschwinden. Okay. Du dahin. Du dahin. Du sammelst bitte die Falle ein. Die da. Und gehst dahin. Ende. Du dahin. Piu. Achso, der ist schon längst. Ja, Entschuldigung. Reflex. Also der muss einfach nur eingefangen werden. Enter. Und der flieht, der doofe. Den fangen wir den Weg ab. So, du da lang. Du da lang. Da lang. Da ist er. Gut. Ende der Runde. Du dahin und hast gar keine Falle im Inventar. Also in der Hand. Hast du eine? Ja. Okay. Dann beweg doch bitte mal eine Stelle, wo du auch wirklich ihn abfangen kannst. Hier rum hoffentlich? Ja. Dahin. So,
Minus 2 Gesundheit bei ihm. Falle dahin. Enter. Swoosh. 10 Geister gefangen. Aber die sind total tot. Es waren Geister. Ich weiß nicht wirklich, ob die tot sind. Und es gab nur 345 Pfund. Also, man kann sich nicht darauf verlassen, dass jeder Auftrag gut bezahlt wird. Das heißt, wir haben jetzt 3 Leute. Das könnte schon ein bisschen eng werden. Eventuell feuern wir aber einfach auch den Typen, der nicht so gut aussieht wie sie. So, genau. Geistermaterie abliefern. Oh. Ich habe einen Geist in meinem Fernseher gesehen. Wo? Da hinten. Oh, das wird nichts. So. Dich feuern. Nee, ich will ihn nicht feuern. Ich will einen größeren Wagen haben, verdammt. Müssen wir mal gucken, wo wir das machen. Vielleicht brauchen wir dafür erst das größere Hauptquartier. Das wäre naheliegend. Nicht? Wo ist der Geist hin? Da ist neuer. Der alte wurde wohl erledigt von, genau, von unseren Feinden. Hier, Konkurrenz. Overall, den Sensor. Nee, lass mal. Hat jemand den Lichtschalter gefunden? So, du, Rainer. Oh, was Neues. Klappermann. Du, geh mal da um die Ecke. Und schu den. Du, dahin. Ob der irgendwas Besonderes kann. In einer Runde? Ja, sie ist verflucht. Was macht verflucht? Au. Ihre Sets sind ganz schön weit unten. Pio, pio. Falle. Ich hoffe mal, das reicht schon. Nee. Ich will wirklich mal den Ghostduster abfeuern. Nein, nicht jetzt. Was ist der Ghostduster? Aber ja, wir haben noch mehr Gegner. Und ich glaube, der muss noch weiter runtergehauen werden. Also du. Geschnappt, sehr gut. Du weg. Du weg. Die Stimme ist geil. So, du dahin. Ich habe vergessen, vorher das zu wechseln. So. Und du haust ihn weiter runter. Wir müssen unbedingt gleich ins Krankenhaus. Du Falle da drunter. Du Falle aufheben da. Enter. Nee. Du hast keine neue Falle. Du hebst also bitte die Falle auf. Gehst da rein. Oh. Gehst da rein. Und du guckst schon mal, ob hier noch irgendwo andere Geister sind. Enter. Du. Falle da, du, Tür auf. Nö, keine Geister. Ich glaube, das war's schon mit den beiden. Wer von euch hat wieder den Toaster statt der Nano-Trap mitgenommen? Genau, du gehst einfach mal hier raus und hoffst, dass der Geist gleich zurückgeht. Nicht randalieren. Wo ist der jetzt hin? Du, geh wieder zurück. Er kriegt das irgendwie alleine nicht gebacken. Oh, dahin. Ich wusste, dass so etwas passieren würde. Dann hättest du was dagegen machen sollen. Der ist schon auf unter 50% geistige Gesundheit. So, wo ist er? Da ist er. Hast du noch einen Geist? Fallending? Nein. Die Falle mitnehmen. Du, hast du eine Falle? Ja. Dahin warten. Der Gesundheitswert eines Jägers ist sehr niedrig. Wenn er bei 0 ist, wird er verrückt. Wenn ein Jäger auf einem Feld mit einem Fliehen-Symbol steht, kann er über den Fliehe-Button fliehen. Er soll nicht fliehen, er soll hier hingehen. Und Falle darunter schmeißen. Du sollst da hingehen. Kann man Fallen stacken? Nein, kann man nicht. Okay, Enter. Ah, endlich. Ich lebe, aber die
sind total tot. Du lebst aber auch nur ganz, ganz knapp. Wenigstens wurdest du gut bezahlt. Also Krankenhaus. Krankenhaus. Dahin. Wo seid ihr? Da seid ihr. Chop, chop. Seltsame Geräusche aus dem Ofen. Auftrag annehmen. Pause drücken. 510 Pfund für die Heilung. Also das eskaliert schon mal. Ich dachte ja am Anfang, dass das Spiel recht einfach wäre. Also dass immer nur dieselben Geister kommen, dieselben Effekte und so. Aber das wird ganz schön teuer bei manchen Sachen. 510 Pfund. So. Pause. Wo ist der Geist? Da ist der Geist. Zack. So, Falle. Haben wir noch Platz? 1 von 2. 2 von 2. Und eine Falle kam wieder zu ihm. Oh. Los geht's. Die Tür war offen. Ich erwarte, dass man uns schon erwartet. Du erwartest, dass man uns schon erwartet? Na gut. Du schießt. Okay. Geh da hin. Schieß. Du geh da hin. Schieß besser. Komm schon. Oh, Zombie. Der. Oh, da wird was zerstört. Und Okay. Ich glaube, jetzt können wir mal sehen, was passiert, wenn man im Spiel stirbt. Du schieß auf den. Du schieß auf den. Du schieß auf den. Und schmeiß mal. Fallen schmeißen bringt nichts. Du schieß auf ihn. Er hat die Fähigkeit anziehend. Was heißt das? Das heißt, dass er uns anziehen kann? Ja, genau das heißt es. Und er ist verflucht und geschwächt. So, du mach den da weg. Du. Der hat nicht mehr viel. Lang lebe der Energiestrahl. Der ist gleich kaputt. Okay, okay. Das ist machbar, ist machbar. Müssen wir nur vorsichtig sein. Oh, da kommt noch ein zweiter von den garstigen Viechern. Du sammel die Falle auf. Und geh da hinten hin. Den schießt du gleich einmal rauf und löst die Falle auf den Boden. Du schubst den Ghoul weg. Oh, da ist ein Baum hinter. Du kannst den nicht wegschubsen. Na gut, du schießt den Ghoul an. Enter. Fertilizer flieht. Ob er will oder nicht. Und sie macht den Rest alleine. Nein. Lauf! Lauf! Und weg. Yeah. Deine Geisterjäger haben den Einsatz aus fluchtartig verlassen. Aber keine Sorge, das wird schon noch. Im Krankenhaus kannst du den angeschlagenen Geisteszustand regenerieren und dann versuchst du das einfach nochmal. Viel Glück. Also, wir haben nichts verdient außer 2 Geister. Habe 87 Pfund Schaden angerichtet, oder die Geister jedenfalls, den wir bezahlen müssen. Und wir haben hier recht viele Leute, die geheilt werden müssen, was wir wahrscheinlich nicht leisten können. Gucken wir mal. Also ja, der Schwierigkeitsgrad scheint schon recht gehoben zu sein. Also es eskaliert halt immer weiter, was es an Geistern gibt und so. Also ähnlich wie bei XCOM damals. Am Anfang Philippans und dann wurde es sehr schnell sehr schwer. Und wir spielen nur auf normal, also auf schwer müsste es noch schwieriger werden, denke ich mal. Also das Spiel hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Die Art des Spiels finde ich super, also einmal, dass es so schön pixelig gehalten ist. Und auch der Humor, und wir haben nicht genug Geld, um zu heilen. Also es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Blick wert. Schaut also auf die... Auflegen. Ich will mit meinen Zuschauern reden. Schaut also auf die Kickstarter-Seite, guckt auf die... auf die Greenlight-Seite, guckt auf die Homepage und wenn euch das Spiel soweit gefallen hat, dann kauft es uns einfach auf der Homepage. Ich werde auf jeden Fall privat noch ein bisschen weiter drin rumschnüffeln und eventuell dazu noch 1-2 Folgen drehen.
Aber ich hoffe, so hat es euch erstmal als kleine Einleitung gereicht. Also dann, bis bald.